Hallo? Raphael, entschuldige die späte Störung, aber es gibt ein Problem. Der Notar sagt, der Alte sei entmündigt. Sein Neffe ist sein Vormund. Dein Vorvertrag ist für einen Arsch. Du hast 100.000 Euro rausgeschmissen. Die hat er bekommen? Ich verstehe deine Frage nicht, François. Wow, wow, bitte ruhig bleiben. Wir wollen nicht das Geld wiederhaben, sondern irgendwie diesen Laden bekommen. Das ist unserem Chef sehr wichtig. Das ist mir klar. Ich werde das mit dem Neffen klären. 500.000 für die Bruchbude, der freut sich. Wenn er das Geld braucht. Was macht er? Der Mann heißt Ramon Zobela Rungoy oder so. Den Namen kann man kaum aussprechen. Er verkauft Espadrille in Zau. Toll. Gaetan, was willst du denn hier? Ich komme wegen meinem Praktikum. Ach, das Praktikum. Beeil dich, unser Zug geht in einer halben Stunde. Ich habe mich wirklich beeilt. Wie geht's ihm denn? Soweit ganz gut. Er hatte etwas Herzrasen, weil er sich über was geärgert hat. Aber jetzt geht's ihm gut. Vielen Dank. Seit 200 Jahren ist der Laden im Familienbesitz. Und ich habe ihn jetzt verkauft. Du hast gar nichts verkauft. Ich unterschreibe alles für dich. Du bist entmündigt. Und dann auch an einen Supermarkt. Das ist nichts wert, dieses Papier. Gar nichts. Onkelchen, wir sind Basken. Und bei den Beitira Kungaita gibt es weder chinesischen Käse noch rumänischen Schinken. Sie hat mir so viele Scheine hingelegt. 100.000 Euro. Sie hat mir gesagt, damit kann ich Wasserski fahren. Verdammt, wenn ich die erwische, diese Sibylle Garnier. Mit der fahre ich mal eine Runde Wasserski, aber ohne Wasser. Ferrand? Ferrand, wo ist das Geld abgeblieben, hä? Das habe ich versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Das habe ich vergessen. Ich vergesse alles, Ramon. Ich vergesse alles. Für 100.000 Euro räume ich auch mal auf. Ramon, eine Dame möchte dich sprechen. Sibylle Garnier. Die ist aber flott, hä? Und die wird hier auch flott wieder verschwinden. Bleib ruhig, Ramon. Die haben dich gerade erst rausgelassen. Bonjour. Ach, bonjour. Hat's Ihnen gefallen? Oh, es war wunderbar. Es hat mein Herz... Es war erbärmlich. Mein Kopf war woanders. Oh. Ich habe heute Nacht meinen Onkel verloren. Hm? Ihren Onkel? Welchen Onkel denn? Ferrand aus Bayonne. Oh, scheiße. Hm? Ich meine, mein Beileid. Oh, das war knapp. Er war ein anständiger Mann. Ich kam zu spät. Woran ist er gestorben, Ihr Onkel? Er hat dem Arzt gesagt, eine Frau, die für eine Supermarktkette arbeitet, hätte ihm seinen Laden abgeschwatzt für einen jämmerlichen Preis. Und als ihm klar wurde, dass er betrogen wurde, hat sein Herz ausgesetzt. So ein Mist. Puh, der arme Onkel. Sie hat einen alten Mann betrogen, bedroht, vielleicht sogar Gewalt angewandt. Hat sie niemals. Kann ich mir nicht hasse diese großen Supermarktketten. Die lassen die kleinen Läden komplett ausbluten. Ich würde auf keinen Fall so einen Laden betreten. Da esse ich lieber für den Rest meines Lebens Tomaten aus meinem Garten. Das sollen die besten sein. Gut, was wollen Sie von mir? Ich wollte Ihre Espadrille sehen. Gehen Sie zu Bira Goyen, der hat mehr Farben. Wiedersehen. Das war eine tolle Imitation von Tino Rossi. Vielen Dank. Das war Louis Mariano. Oh. Der hat dich aber ganz schön abblitzen gelassen. Und was denn jetzt? Fahren wir nach Hause? Vergiss es. Nur wer dranbleibt, hat auch Erfolg. Und rede richtig. Es heißt lassen. Der hat dich abblitzen lassen. Hier haben Sie 50.000. Für Sie. 50.000? Das ist zu wenig. Der Laden ist riesig. Das sind nur 10% vom Vorvertrag. Wir waren uns einig vor 5 Minuten. Ja, vor 5 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Hallo? Raphael, entschuldige die späte Störung, aber es gibt ein Problem. Sein Neffe ist ein Vormund. Vorsicht, die Basken kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. On oublie tout, le beau ciel de Mexico. Siehst du, Gaetan? Auch das ist Frankreich. Na, die ist aber flott. Und die wird auch flott wieder verschwinden. Wo hast du das Geld hingetan, hä? Ich hab's vergessen. Wie viel wollen Sie für Ihren Laden? Er ist unverkäuflich. Niemals unterschreibe ich den Wisch hier. Oh, Ihr Onkel hat 100.000 Euro bekommen. Mach dich hübsch und geh mit dem mexikanischen Sänger in ein hübsches Restaurant. Soll ich auch noch mit ihm schlafen? Oh, pardon. Ist das Ihr Praktikant? Ja, mein Praktikant. Hier, die sind für Sie. Die sind bequemer. Sind Sie jetzt Franzose oder Spanier? Ich bin Basker. Verkaufen Sie mich nicht für doof. Ich lasse mich von Ihnen nicht veräppeln. Ich habe 7 Jahre studiert und war Jahrgangsbeste. Und ich komme aus dem Knast, also nerven Sie mich nicht. Nicht schlecht für eine Pariserin.